ProLehre ist eine zentrale Einrichtung der Technischen Universität München, die Lehrenden dabei hilft, ihre Lehre weiterzuentwickeln, stetig zu verbessern. Mein Job ist die Leitung von ProLehre und das bedeutet im Wesentlichen, dass ich versuche, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer meine einzelnen Teams dann gut arbeiten können. Ich bin bei ProLehre zuständig für die Lernkompetenzförderung, das heißt für die Studierenden. Und wir versuchen, die Studierenden dabei zu unterstützen, ihr Studium gut zu meistern mit unterschiedlichen Lerntechniken, mit Beratungskursen und freuen uns immer, wenn sie zu uns kommen. Wir sind für das Kursprogramm zuständig. Das heißt, wir planen es sowohl inhaltlich, welche Kurse brauchen die Lehrenden von heute und setzen das um. Wir bei den hochschuldidaktischen BeraterInnen halten Workshops, machen Beratungen auch über einen längeren Zeitraum, erstellen Materialien, versuchen bedarfsgerecht zu antworten auf alle Themen, alle Bedarfe, die die Lernenden ebenso mitbringen. Also das EdTech-Team ist darauf spezialisiert, Technik anzuwenden im Kontext von Lehre. Ich glaube, überzeugen kann ich Leute, wenn ich das gemeinsam denke. Technik und Didaktik kombiniert und miteinander vereint und damit liefern wir eigentlich das, was dann die Lehrenden auch brauchen. Das Medienproduktionsteam ist im Endeffekt zweigeteilt. Es gibt in einem Bereich digital und print, das heißt, die Kolleginnen produzieren Flyer, Poster für die gesamte Uni. Dann gibt es das Videoteam und wir funktionieren auch wie eine interne Agentur. Das heißt, Lehrstühle, Professoren kommen auf uns zu und wollen mit uns Imagefilme machen, Forschungsfilme, Studiengangsclips, Marketingclips für Social Media produzieren. Und genau da sind wir der richtige Ansprechpartner. Technische Universität mit Wissenschaftlern, die erstmal wegen der Wissenschaft da sind. Denen fehlt dann ja der Hintergrund der Pädagogik oder der Didaktik. Viele spüren da einen Bedarf, würden sich da gern verbessern. Viele Lehrende suchen einfach nach Wegen, wie sie gute Lehre machen können. Und alleine so einen Raum zu haben, wo man mal drüber nachdenkt und sich Zeit dafür nimmt und dann auch überlegt, okay, wie kann ich es vielleicht besser machen, das haben sie von unseren Kursen. KI in der Lehre ist ja jetzt schon ein viel diskutiertes Thema. Bei uns durchdringt es die komplette Abteilung, würde ich sagen. Ich glaube, auf ganz viele Dinge gibt es hier Antworten. Und ich glaube, heute kann sich niemand mehr vorstellen, ohne Technik in der Lehre zu arbeiten. Das heißt nicht, dass die im Vordergrund stehen muss, aber es bedeutet natürlich, dass ich wie selbstverständlich bestimmte Dinge einsetze und bereitstelle. Ich habe den Eindruck, dass die Studierenden da eher aufgeschlossen sind und sich das wünschen, dass die Lehrenden neue Technologien einsetzen, am Puls der Zeit bleiben. Es gibt ja auch kein Rezept. Es ist ja oft so, dass es eben abhängig ist vom Kontext. Gleichzeitig sind Rezepte natürlich das, was sie sich oft wünschen. Da müssen wir dann häufig enttäuschen, aber wir lassen ja niemanden alleine und versuchen individuelle Lösungen, Wege zu erarbeiten. 3, 2, 1. Es geht nicht darum, dass man eine Methode hat und die ständig anwendet, sondern wir brauchen quasi immer wieder was Neues, immer wieder eine neue Anregung. Und deswegen ist EdTech wichtig, aber auch Edutainment, also dass es so verpackt wird, sowohl die Lehre als auch die Inhalte, dass es Spaß macht. Ein Markenzeichen von dem ProLehre-Team ist, dass wir einerseits mit einer hohen Professionalität und hohen Kompetenz arbeiten, gleichzeitig nahe an den Bedarfen der Lehrenden und sehr pragmatisch vorgehen. Und immer halt, wenn jemand coole Projekte hat, wir sofort Feuer und Flamme sind und die umsetzen. Wir sagen ja oft, wir sind nicht die Lehrpolizei, sondern wir unterstützen. Ich empfinde immer so eine Freude dabei, für die Zielgruppe da zu sein. Finde raus, wer du da bist, wie du diese Rolle ausfüllen möchtest. Also finde raus, wer du sein möchtest in der Lehre. Da können wir den ersten Schritt gemeinsam gehen und danach entwickelt sich daraus eine bunte Vielfalt an tollen Lehrenden. Und das macht dann wieder die Universität aus.